Hallo und herzlich willkommen bei den Zweckperten. Mein Name ist Laura und ich will euch heute mal den Cybex Sirona zeigen. Den gibt es jetzt schon ein bisschen länger und endlich machen wir auch ein Video. Das ist der Cybex Sirona in der Plus-Ausführung, so wie er aus der Kiste kommt, mit allem drum und dran. Als erstes ist da mal der Fangkörper dabei. Den braucht ihr primär nicht, wenn ihr den Sitz, so wie wir das empfehlen, zum Rückwärtsfahren gekauft habt. Der kann später beim Vorwärtsfahren dann hier drauf geklickt werden. Außerdem sind in der Tüte noch solche Führungsschienen für die Isofix-Konnektoren, wie das viele schon von der Babyschale kennen, einfach damit das Einführen leichter geht zwischen den Polstern. Das hier ist der Überrollbügel, der den Sitz abstützt an der Autositzlehne. Der wird einfach nur draufgesteckt und damit man den Sitz dann benutzen kann, werden hier vorne noch die Schutzhüllen von den Isofix-Konnektoren abgemacht. Und so ist der Sitz fast einsatzbereit. Ihr seht aber hier noch diese Transportsicherung. Die muss man einfach noch mit einem Ruck rausziehen. So wie der Sirona jetzt hier steht, ist er einsatzbereit im Auto. Dran denken, wenn man den Sitz ins Auto gestellt hat oder bevor man ihn hinstellt, den Fuß auszuklappen. Und dann kann er eingeklickt werden. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, wenn die Konnektoren ganz drin sind. Aus dem Grund kann man die Konnektoren ausfahren. Dafür muss man auf beiden Seiten den grünen Knopf drücken, kann dann den grauen nach oben ziehen. Dann hat man eine Hand frei, denn das reicht, wenn man das einseitig festhält. Und an der Stange kann man die Konnektoren rausziehen. Die Konnektoren können dann einfach eingeklickt werden. Man hört es schon. Und hier drüben sieht man es dann grün auf beiden Seiten eingeklickt. Jetzt ist es so, dass man diesen Bügel noch ranschieben muss. Dafür macht man wieder das Gleiche. Man bewegt auch wieder die Konnektoren, also grüner Knopf, grauer hoch und dann ranschieben. Der Sitz muss immer rangeschoben sein. Es ist nicht so, dass man hier mehr Beinfreiheit schaffen kann. Der Bügel muss anliegen, denn ansonsten hat der Sitz einfach zu viel Spiel nach vorne. Also immer den Bügel komplett anschieben, dass es auf beiden Seiten dann wieder eingeklickt ist. Dann ist der Sitz vorne fest. Hinten ist der Fuß. Da wird einfach nur hier dieser Knopf nach hinten rausgezogen. Und der Fuß rastet dann ein. Normalerweise steht er dann auf dem Fahrzeugboden auf. Wenn das nicht reicht, dann gibt es auch noch eine Verlängerung, die man unten dran machen kann, die man bei uns im Shop dazu bestellen kann. Der Sirona kann rückwärts von 0 bis 18 Kilo benutzt werden. Dafür kann man die Position verstellen, indem man hier unten mit der Hand in den Sitz geht. Das ist jetzt hier in dem Fall die liegendste Position. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Das Schöne am Sirona ist, was ihn von anderen Sitzen unterscheidet, man kann den Sitz zum Einsteigen drehen. Dafür ist er immer in der aufrechten Position. Wenn ich jetzt das Kind reinsetze, kann ich die Gurte hier lösen, kann das Kind reinsetzen. Hier sind Polster, die sind auch fest. Die Kopfstütze lässt sich hier verstellen mit einem Hebel und bleibt mit den Gurten immer in einem Schritt. Gibt es hier das Gurtschloss, wird wieder zugemacht, immer die Beckengurte straffen. Das hier ist der Schutz, dass in den Drehmechanismus keine Sandkörner oder ähnliches fallen können. Und dann kann man den Sitz einfach ohne den Griff zu betätigen wieder zurückmachen und das Kind ist jetzt drin. Bevor man losfährt, nicht vergessen, es gibt hier noch diesen ausfahrbaren Seitenschutz. Den kann man so weit rausmachen, dass er im Auto möglichst viel Lücke zwischen Autotür und Sitz auffüllt. Wie man den Sitz dann später vorwärts benutzt, darüber wollen wir uns jetzt hier nicht weiter auslassen, wenn wir der Meinung sind, dass man den Sirona sehr schön bis zum Schluss der Passdauer rückwärts nutzen kann und das für uns die sicherste Variante ist. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns unter info@zweckperten.de einfach eine E-Mail schreiben oder ihr schaut in unserem Shop noch nach, ob ihr vielleicht da eure Antworten findet. Bis bald, tschüss!